Hallo liebe FCK-Fans, wir freuen uns, euch nach einer kurzen Sommerpause wieder hier begrüßen zu dürfen zu unserem Spielerduell, präsentiert vom Forstbetrieb Ruffing. Wir haben uns heute für die Aufgabe Boris Tomiak und Tiger Lobinger geholt, die heute gegeneinander wettsägen müssen mit einem Baumstamm. Den werdet ihr gleich noch sehen. Wer schneller ist, der gewinnt und zieht damit, ihr erinnert euch vielleicht, in die nächste Runde ein und ist damit vielleicht auch ein Kandidat fürs Finale. Bevor es soweit ist, freuen wir uns erstmal, dass die Jungs da sind. Boris, Tiger, schön, dass ihr bei der Hitze den Weg hierher gefunden habt. Boris, wie groß ist die Motivation fürs heutige Spiel? Sehr groß, freue ich mich schon den ganzen Tag drauf. Tiger, ist der Boris für dich heute ein ernsthafter Gegner? Ja, schon. Ich habe Respekt vor Boris. Sehr gut. Wie viel Erfahrung ihr beide an der Säge habt, das werden wir gleich sehen. Wir starten, aber um denjenigen zu ermitteln, der hier zuerst an die Säge muss, gibt es noch eine Runde Schnick, Schnack, Schnuck. Und der Gewinner darf entscheiden, wer anfangen muss. Schnick, Schnack, Schnuck. Boris, wer beginnt? Tiger fängt an. Gut. Tiger, dann an die Säge, fertig, los. Gut. So, Boris, wir gehen da rüber. Viel Glück. Danke, 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 danke. Wann geht's los? Ein Moment, genau. Ich schaue einmal zu unserer Zeitnahme. Ist bereit? Dann an die Säge, fertig, los. Ah, Boris, was sagst du? Wie macht er das? Das macht er gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Kannst du dir gleich für die Technik ein bisschen was abschauen? Ja, schon. Kraft lässt ihn schon nach bei ihm. Ja, ungefähr die Hälfte hast du, würde ich sagen. Ganz schön warm, ne? Wird es jetzt auf den letzten Zentimeter noch anstrengend, ne? Heute noch, oder? Und durch. Stopp bitte bei der Zeitnahme. Sah doch schon gar nicht so schlecht aus. Boris, sagen? War okay, ja. Jetzt darfst besser, du. Ne? Soll ich? Geht besser, ja. Geht immer besser, geht ne? Besser. Geht immer besser. Einfach hier jetzt? Ja. Ja, genau. So. Ich glaube, es ist ein bisschen dicker hier, ne? Dann schaue ich doch da einmal zur Zeitnahme. Passt. Dann an die Säge, fertig, los. Und Tiger, was sagst du? Sieht gut aus? Macht er gut. Macht er gut. Glaubst du, ist er jetzt schon weiter als du zu dem Zeitpunkt? Weiß ich nicht. Schwer zu sagen. Sieht auf jeden Fall konzentriert aus, Boris. Und besser. Oh, ja. Dürfte es jetzt auch in etwa die Hälfte haben. Sieht mal so aus von hier. Ich darf sie noch ruhig ein bisschen motivieren, wenn du möchtest. Komm, Boris. Alter, shit. Machst du super. Kannst sicher bestätigen, es ist nicht so leicht, wie es vielleicht aussieht. Nein. Also irgendwann lässt dann halt auch die Kraft nach. Was bei dir auch gerade so in der Phase, in der Boris jetzt ist, so kurz bevor es durch ist, auch noch mal so ja. Das Schlimmste? Ja, weil man sich ja auch die ganze Zeit denkt, jetzt sei doch endlich durch. Und ist aber nicht, leider. So, und Ende. Gleich. Ja, durch. Stopp. Sehr gut. Dann, Jungs, einmal durchschnaufen. Ich hole mir in der Zeit mal eure Zeiten und dann schauen wir, wer hier gewonnen hat. Einfach mal duschen gehen, ne? Ich glaube, der wer gewonnen hat. Ich glaube, der Tiger hat gewonnen. Ich weiß es nicht. Kann ich schwer einschätzen. Ich war zu sehr darin vertieft zu sägen. So, habt ihr denn eine Vermutung, wer hier das Rennen gemacht haben könnte? Ich glaube, dass ich verloren habe. Ein bisschen zu langsam. Wo war es denn für dich besonders anstrengend? So kurz vor Schluss, am Anfang, um überhaupt mal mit der Säge in den Stamm reinzukommen? Nee, der Anfang ging eigentlich ganz gut, aber gerade am Ende war es schon schwer dann, ja. Ähnliches hast du ja auch berichtet, aber Tiger, ich kann dir sagen, es hat gereicht.
Eine Minute 12 stand für dich am Ende auf der Uhr, bis der Stamm durch war. Boris, du hast eine knappe Minute länger gebraucht. Deswegen der heutige. Also nur fast doppelt so lang. Deswegen der Sieger des heutigen Duells, Tiger Lobinger, und damit automatisch in der nächsten Runde. Boris, was gibst du mit auf den Weg, damit er es vielleicht ins Finale schafft? Gar nichts. Danke. Ich drücke dem Kenny die Daumen. Danke, danke. Genau, er hat es schon angedeutet. Gegner für Tiger in der nächsten Runde ist Kenny Prinz Redondo. Wir freuen uns schon sehr und vor allem freuen wir uns, dass ihr zugeschaut habt. Hoffentlich hattet ihr Spaß und bis zum nächsten Mal.